Und wir möchten das Ganze jetzt gerne vertiefen, und zwar mit Professor Andreas Zick. Er ist Sozialpsychologe an der Universität Bielefeld. Ich grüße Sie, Professor Zick. Ja, bei den Corona-Protesten gehen ja ganz unterschiedliche Gruppen gemeinsam auf die Straße. Also Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Rechte. Prallen da nicht Weltbilder, Ideologien aufeinander, die eigentlich so gar nicht zueinander passen? Ja, das ist jetzt die Kunst, die wir jetzt zu leisten haben, denen klarzumachen, wer da eigentlich läuft. Das heißt, Sie haben das schon ganz gut beschrieben. Da sind sehr unterschiedliche heterogene Gruppen. Das macht das Ganze nicht ungefährlicher, weil gerade solche Gruppen sich zur Bewegung formieren können und dann auch radikaler werden können, wenn sie zunächst keine sehr enge Identität ausbilden, sondern diese Identität, das gemeinsame Wir-Gefühl, das bildet sich dann durch solche Aktionen. Das macht es überhaupt nicht einfacher, denn dann polarisiert sich alles. Das hatten wir auch früher bei Pegida gesehen. Das war auch sehr heterogene Gruppen, die sich da gesammelt haben. Das sehen wir im Bereich des Rechtspopulismus. Also das macht das alles nicht einfacher. Nur wir müssen klar machen, wer da eigentlich steht. Jetzt reden wir über Strafe. Das haben wir im Einspieler gesehen. Jetzt wird darüber gesprochen, wie kann man solche Proteste regulieren, indem man Strafe androht. Das ist nicht der Weg. Wir müssen aufklären, wer dort steht, und versuchen, die Menschen zu erreichen und ihnen zu erklären, dass dort christlich orientierte, vielleicht fundamentalistische Menschen neben Rechtsextremen laufen, was eigentlich keine gemeinsame, nicht identitätsbildend sein kann. Aber genau das ist ja die Frage. Warum lassen die zum Beispiel die Linken das zu? Die Linken würden ja sonst nie mit den Rechten gemeinsam auf die Straße gehen. Ja, das ist jetzt, wir leben ja in besonderen Zeiten. Wir haben eine Pandemie, und diese Situation, diese gesellschaftliche Krise durch eine Gesundheitsbedrohung erzeugt, das hätten wir vorher wissen müssen, neue sektiererische Gruppen. Die kommen ja zum Teil jetzt auch aus dem bürgerlichen Milieu. Aber wenn man genau hinguckt, ist, warum ist das anschlussfähig in der Breite? Erstens, es wird ein Feindbild geteilt. Feindbilder sind zum Beispiel, das haben wir auf der Demo gesehen, gemeinsame Merkel muss weg, Rufe, also gegen die Regierung. Feindbilder sind auch Bill Gates, da sind antisemitische Bilder dabei. Das heißt, da trifft man sich in dem Feindbild. Gemeinsame Identität, die sucht man in Verschwörungsmythen, im Verschwörungsglauben. Und auch das hat sich entwickelt. Und auch damit müssen wir rechnen in solchen pandemischen Zeiten. Und jetzt müssen wir gucken, wer organisiert das Ganze eigentlich? Wer im Kern ist eigentlich dafür verantwortlich, dass dieses organisiert wird, auf die Straße gebracht wird? Dass es auf die Straße gebracht wird, ist auch zu erwarten. Denn solche Bewegungen, die im Netz sehr stark miteinander verbunden sind, die suchen immer wieder Aktionen auf der Straße. Das ist wichtig für den gemeinsamen Zusammenhalt. Und diese Dynamiken müssen wir genau analysieren. Wir müssen klar machen, dass das Ganze sich radikalisieren kann. Denn die Gefahr besteht darin, dass in diesen Bewegungen sich immer stärker Gruppen entwickeln, die dann der Demokratie distant sind. Außerdem müssen wir klar machen, das sind sehr autoritäre Bewegungen. Das heißt, wer da reingeht, muss sich auch an die Regeln und auch an die Ideologien halten. Ja, aber Professor Zick, die meisten zählen sich ja ganz einfach zu kritisch denkenden Menschen und wollen nicht als Verschwörungstheoretiker abgestempelt werden. Also wie sollte die Politik mit ihnen umgehen, vielleicht ihnen auch die Ängste nehmen? Sie haben gesagt, Strafen würden da nicht unbedingt helfen. Also ganz wesentlich, das Problem bei den Strafen ist, das hilft an den Rändern von solchen Bewegungen. Das heißt, wenn Menschen sehen, das ist wie bei Hate Speech, da gibt es tatsächlich mal eine hohe Geldstrafe, das wird auch wirklich verfolgt, das wird auch aufgeklärt, das wird justiziabel, dann ist das ein Signal für die Umherstehenden. Strafen kann dazu führen, dass im Kerngruppen, die radikal sind, sich noch weiter radikalisieren. Denn solche Repressionen führen immer dann zu Innovationen auf der Seite der Bewegung. Da müssen wir sorgsam das Ganze balancieren und jetzt die Demonstration nicht diskutieren als eine reine Sicherheitsfrage. Ganz wesentlich ist, dass wir bauen darauf auf Aufklärung. Sehr guter Ansatz ist, dass hier sehr deutlich von allen betont wird, wie stark die Demokratie auch für die Meinungsfreiheit von Menschen sich einsetzt, die sagen, wir haben ja gar keine Meinungsfreiheit. Das ist ja eine sehr ambivalente, sehr zynische bürgerliche Bewegung, die sich da jetzt gerade ergibt. Das Zweite ist, wir müssen deutlich machen, worin eigentlich diese Verschwörungsmythen bestehen. Das heißt, wir dürfen uns nicht nur mit der Oberfläche beschäftigen, wir müssen uns genauer damit beschäftigen, wie ist die Argumentation in diesen Bewegung. Und dann natürlich muss man den Dialog suchen, man muss den Dialog wahrscheinlich suchen mit denen, die umherstehen.
Und bei den Kern der Bewegung, bei jenen Gruppen, die es organisieren, bei jenen Gruppen, die Allianzen mit Rechtsextremen suchen, da brauchen wir sehr viel mehr Arbeit vor Ort. Wir müssen ins Internet gehen, wir müssen uns angucken, was da eigentlich stattfindet. Das muss man sich Gegenkampagnen überlegen, auch versuchen, immer wieder Fakten bereitzustellen, die diese Verschwörungsmythen zerlegen. Das passiert ja auch. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir rein investieren. Sagt Professor Andreas Zick. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen auch. Vielen Dank.